Viele bereiten für ihre Verhandlungen immer nur Argumente vor. Ich zeige dir in der heutigen Podcast-Folge, warum das Überzeugen durch Argumente oft nicht funktioniert. Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich Verhandeln Podcast. Hier ist dein Host Frederik Mathier und schön bist du heute wieder am Start. Heute bereits die vierte Folge rund um das Thema Buch. Wenn du es noch nicht gekauft hast, mein Buch, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt unten in die Shownotes klickst. Der erste Link führt dich direkt zum Buch und dann kannst du das schon bestellen. Und vielen Dank für die ganzen Leute, die das schon getan haben, für die vielen Bewertungen, für die vielen Selfies aus dem Osterurlaub, wo sie das Buch am Strand gelesen haben, in den Bergen oder wo auch immer. Das freut mich natürlich sehr. Und am meisten freuen mich immer die Success Stories, die Erfolgsgeschichten, wo die Leute mir schreiben, was sie verhandelt haben und welches Prinzip dieser sieben Prinzipien sie angewendet haben. Weil im Buch gibt es natürlich noch viel mehr Tipps, Verhandlungstipps, Vorgehensweisen, viele, viele Beispiele, großartige und spannende Geschichten, wo du dir das dann ganz einfach vorstellen kannst und die regeln natürlich dazu an, dass du das nicht nur liest, sondern das auch umsetzt, weil deswegen habe ich das Buch geschrieben. Weil im Podcast kann ich immer nur ein paar winzige Themen anteasern oder ein, zwei Tipps mitgeben. Aber wenn du wirklich weiterkommen willst und dich mit dem Thema auseinandersetzen willst, dann empfehle ich dir natürlich das Buch. Verhandeln ist kein Kinderspiel. Sieben Prinzipien, wo du alle Verhandlungen erfolgreich abschließen kannst. Yes, let's go zum Thema Prinzip Nummer 4 und zwar Forderung. Also es gibt die meisten Leute, die bereiten sich gerne eine ganze Liste von Argumenten vor. Das heißt, bei der Preisverhandlung bereiten sich viele Leute Argumente vor, warum der Preis jetzt gerechtfertigt ist, alles Merkmale und so weiter. Bei der Gehaltsverhandlung bereiten sich viele Leute vor, warum sie jetzt diesen Lohn verdient haben, was dafür spricht, diese ganzen Argumente. Oder wenn es irgendwelche Konflikte gibt, das stelle ich immer wieder fest, bereiten sich die Leute irgendwelche Mail-Passagen vor, irgendwelche Zitate vor, irgendwas vor, das schlussendlich beweist, dass sie Recht haben in diesem Konflikt. Und es ist einfach so, es gibt so eine alte Regel in Verhandlungen, und zwar ist es so, dass Argumente erzeugen Gegenargumente. Und in Verhandeln ist ein Spiel. Und in einem Spiel packst du verschiedene Optionen, verschiedene Themen auf den Tisch und dann versuchst du etwas zu finden, was beiden passt, wo beide was davon haben, dass so ein sogenanntes Win-Win-Gefühl entsteht. Und es ist natürlich so, wenn du jetzt nur ein Thema hast, nehmen wir mal das Thema Preisverhandlung. Jetzt stell dir mal vor, du hast nur das Thema Preis dabei. Du hast das Thema Preis, du möchtest einen Rabatt. So. Und jetzt gehst du hin und jetzt suchst du irgendwelche Argumente, warum das jetzt dieser Preis da nicht gerechtfertigt ist. Du holst dir Vergleiche ein, du holst dir irgendwelche Preisindizien ein, Rohstoffpreisentwicklung und Vergleichswerte und andere Angebote und so weiter. Das heißt, du reitest auf diesem Preis rum, sprichwörtlich und so weiter. Und dann ist es vielleicht so, dass du sogar einen Rabatt bekommst von deinem Gegenüber. Und dann ist halt die Frage, ist jetzt die Verhandlung ein Erfolg, wenn du jetzt mit den klassischen 5% nach Hause gehst? Und das ist halt so die Frage, die sich alle stellen oder die sich bei jeder Preisverhandlung stellt. Und es ist sehr schwierig zu beantworten, weil du ja gar nicht weißt, hat die Gegenseite jetzt diese 5% schon von vornherein draufgerechnet, weil du ja in den letzten 10 Verhandlungen immer einen Rabatt noch verlangt hast von 5%. Solche Situationen habe ich mehrmals selber erlebt, wo man gefragt hat, ja, wer ist der Kunde? Ja, das ist der Kunde irgendwie, das ist der Herr Müller, der Kunde. Und dann, der Herr Müller, der will immer 5%. Dann packen wir das einfach oben drauf. Dann bringt diese Verhandlung natürlich relativ wenig. Und jetzt ist halt die Frage, was kannst du denn sonst tun, als jetzt Argumente zu sammeln, um diesen Preis quasi besser zu verhandeln?
Da ist halt das Thema Forderungen. Forderungen sind wichtiger als Argumente, weil es bei einer Verhandlung, wenn die erfolgreich sein soll, am Schluss immer um das Gesamtpaket geht. Und ein Gesamtpaket ist natürlich so, das besteht natürlich nicht nur aus dem Preis. Das heißt, überleg dir vor der Verhandlung, was könnten weitere Forderungen sein. Solche Forderungslisten, die erarbeite ich mit meinen Kunden, mit den Unternehmen, erarbeite ich die. Das sind teilweise seitenlange Listen, wo man dann halt während der Verhandlung was zur Hand hat, so ein Werkzeug zur Hand hat, wenn es nicht weitergeht. Aber dir, um dir ein paar Beispiele dazu zu nennen, wenn du jetzt neben dem Preis zum Beispiel, was könntest du sonst noch verhandeln? Dann nehmen wir irgendein Produkt, das du einkaufen willst. Was könntest du sonst noch verhandeln? Du könntest zum Beispiel sagen, hey, schau, ich möchte eine Garantieverlängerung. Anstatt 12 Monate, 24 Monate, sogar 36 Monate. Das könnte jetzt eine Forderung sein. Dann zum Beispiel ein Kickback. Wenn du pro Jahr so und so viele Stück kaufst, dann kriegst du so und so viel kostenlos oder du kriegst vielleicht sogar am Ende vom Jahr wieder Geld zurück. Also in der Business-Sprache heißt das Umsatzrückvergütung. Es kann aber auch sein, dass du noch viel weiter denkst und sagst, hey, wenn dir das Produkt gefällt, dann verhandle ich jetzt schon ein, dass du mir aktiv 1, 2, 3, 4 weitere Empfehlungen gibst von anderen Unternehmen, die das auch brauchen. Es kann sogar sein, dass du sagst, hey, ich will eine Testimonial, ich will eine Referenz auf LinkedIn, auf Proven Expert oder auf Amazon oder irgendein Testimonial, sogar ein Video, wo du dann darüber berichtest, wie toll das Produkt ist und das bringt dir ja auch wieder was. Dann kannst du klassischerweise noch verhandeln, wer jetzt den Transport übernimmt, wie die Verpackung ausschaut, hier gibt es in welche Zusatzprodukte kostenlos obendrauf oder gibt es einen Mengenrabatt, anstatt eine Umsatzrückvergütung, einen Mengenrabatt, wenn du so und so viel abnimmst und so weiter und so fort. Du siehst, jetzt habe ich dir so viele zusätzliche Beispiele genannt zum Preis. Und jetzt ist es natürlich so, in der Verhandlung fängst du jetzt natürlich mit dem Wichtigsten an, das ist meistens der Preis. Und dann, wenn du sagst, okay, so und so viel Rabatt zum Beispiel, dann sagst du, okay, was kann man denn sonst noch tun? Wie wäre es mit? Und jetzt packst du verschiedene neue Optionen auf den Tisch und jetzt schaust du mal, was passiert. Weil im Idealfall ist es natürlich so, dass, also sagen wir so, der beste Deal ist natürlich etwas, wenn ich dir zum Beispiel sage, hey, ich möchte mehr Garantie, weil mir ist das wichtig, anstatt 24 Monate, 36 Monate. Und wenn jetzt auf der anderen Seite du das Glück hast, dass jetzt auf der anderen Seite der Verkäufer auf seiner Seite diesen Garantieerhöhung von 24 Monate auf 36 Monate dir easy geben kann, dann ist das für ihn natürlich ein einfaches Zugeständnis und für dich hat das natürlich unter Umständen einen riesigen Wert. Das Gleiche ist mit Transportkosten. Es kann ja sein, dass der Verkäufer sowieso jede Woche zwei Lastwagen in deine Stadt schickt oder sowieso jeden Tag irgendwie einen Transport hat in deine Gegend. Dann macht das nichts aus, wenn da zusätzlich ein Palett zusätzlich kommt oder vielleicht eine Kiste zusätzlich verschickt wird. Und für dich selber sind das natürlich Transportkosten, die du da einsparst. Also du siehst, es geht hier drum, wie grösser die Liste, umso mehr Möglichkeiten hast, umso grösser die Vielfalt ist, wo du etwas verhandeln kannst. Weil es gibt gewisse Punkte, dann wirst du sehr einfach ein Ja kriegen. Und es gibt gewisse Punkte, wo vielleicht die andere Seite sagt, okay, hey, ich habe ja auch was davon, wenn wir jetzt über grössere Mengen sprechen oder was auch immer. Du siehst, es geht darum, nicht nur auf eine Sache rumzureiten, sondern die Bandbreite, die Vielfalt möglichst groß zu lassen und dann gegenseitig oder gemeinsam dann auszuwählen, was ist denn jetzt der beste Deal für beide. Genau, also auch treffen Weiterempfehlung. Für dich selbst hat jetzt eine aktive Weiterempfehlung einen riesengroßen Wert, wenn da daraus neues Business entstehen kann. Und für die Person vis-à-vis, also nehmen wir jetzt mal wieder das Beispiel vom Herrn Müller, der denkt sich, ja, ich kenne zwei Leute, denen kann ich einfach eine WhatsApp schicken oder ich rufe die kurz an und empfehle dich und dein Produkt weiter, das ist easy für mich und für dich hat es einen riesen Wert. Und somit ist das vielleicht viel wertvoller, als ihren Rabatt zu kriegen, weil durch die Weiterempfehlung hast du dann wieder vielleicht mehr Umsatz, neuen Kunden oder was auch immer. Ich hoffe, du verstehst ein bisschen das Prinzip dahinter.
anstatt wenn du nur eine Sache forderst und dir dazu 100.000 Argumente aufschreibst. Wenn diese Sache dann nicht geht, dann hast du Pech gehabt. Ein anderes Thema neben dem Preis, natürlich auch das Gehalt. Hier auch wieder genau das Gleiche. Also auch beim Gehalt gibt es natürlich nicht nur die Möglichkeit, halt das Monatsgehalt zu erhöhen, sondern du könntest noch einen Bonus verlangen, vielleicht sogar eine einmalige Umsatzbeteiligung für ein Riesenprojekt, das du in Land gezogen hast, eine Beteiligung an die Weiterbildung, eine Möglichkeit, mal länger Urlaub zu machen, ein Sabbatical, irgendwelche Fringe Benefits, heißt das so schön, ein kostenloses Fitness-Abo, ein Handy, dass das Internet beim Homeoffice übernommen wird oder was auch immer. Weil es gibt Sachen, die sind für deinen Arbeitgeber viel einfacher zu geben, anstatt dir jetzt einfach das Gehalt zu erhöhen. Und für dich spielt es doch keine Rolle, woher das Gesamtpaket kommt. Dir als Kind war ja früher auch egal, ob jetzt das Weihnachtsgeschenk, ob das jetzt der Opa, der Onkel oder die Tante finanziert hat. Hauptsache das Gesamtpaket und das Geschenk war stimmig. Also deshalb da auch, wenn du eine Forderungsliste hast und das einsetzen kannst, dann hast du natürlich, dann ist das Gesamtpaket, dann ist das gesamte Geschenk, was du bekommst, viel, viel grösser und viel, viel wertvoller und somit auch dein Verhandlungsresultat viel, viel wertvoller. In meinem Buch zeige ich dir dann zu diesen verschiedenen Forderungen, wie du diese halt dann noch zusätzlich aufteilen kannst, wie du genauer startest, wie man das detaillierter spezifizieren kann und ich gebe dir da mehrere Beispiele dazu, wie du das umsetzen kannst. Auch so, was jetzt damit zu tun hat, wie du diese Forderung dann scheibchenweise umsetzen kannst und zum Beispiel auch kurz vor Abschluss von einem Deal diesen Deal noch ein bisschen vergolden kannst oder wie ich es im Buch geschrieben habe, die Kirsche am Schluss auf die Torte packen kannst. Und das erfährst du bei mir im Buch unter dem Prinzip Nummer 4. Yes, wenn du jetzt denkst, hey, ich gehe sowieso bald in Urlaub oder ich habe zu Hause sowieso meinen Bücherstapel, den ich dann noch lesen will und wenn du gerne liest, hey, dann geh jetzt runter in die Shownotes, dort findest du direkt einen Link zu Amazon, bestell dir das Buch jetzt noch und dann fang an zu lesen und ich freue mich auf dein Feedback und vor allem, wie gesagt, freue ich mich auf Erfolgsstories, wo du das umgesetzt hast. Weil viele haben mir geschrieben, ja, Friedrich, ich lese nicht so gerne. Ich lese nicht so gerne und oder das habe ich früher nicht gemacht und so. Und du musst dir mal überlegen, wenn du nicht gerne liest, woher kommt das? Weil früher in der Schule wurden wir ja das ein oder andere Mal fast ja nicht gezwungen, aber eigentlich irgendwie schon gezwungen, da gewisse Bücher zu lesen, die dir ja weder Spass gemacht haben noch was gebracht haben. Also so ging es mir sehr oft. Auf der anderen Seite ist natürlich so, mein ganzes Wissen, was ich zum Thema Verhandeln habe, habe ich da in dieses Buch gepackt. Und du kannst dir das für ca. 20 Euro kaufen. Und das ist ja ein absolutes Schnäppchen, für so einen geringen Betrag so viel Wissen zu bekommen. Das ist ein Grund, warum ich selber zum Beispiel ein begeisterter Leser bin und ich versuche, so viel zu lesen wie möglich. Weil du kannst da immer in den Kopf von einem Menschen reinschauen, schauen, was diese Person erlebt hat, was die Erfolgsprinzipien sind und dann kannst du dir immer eine Scheibe für dein eigenes Leben, für deine eigene Karriere abschneiden. Und wenn du bei mir dieses Buch liest und das umsetzt, kann ich dir garantieren, du wirst mehr Erfolg haben als Unternehmer, als Selbstständiger und du wirst, wenn du Angestellter bist, viel besser dich intern durchsetzen können, mehr Projekte an Land ziehen und schlussendlich auch dein Gehalt erhöhen. Und deshalb, ich selber, mein Büro hier ist voll mit Büchern. Ich liebe es zu lesen. Immer wenn ich mal Zeit habe, ich nehme mir sogar ein, zweimal pro Woche bewusst Zeit in ein Buch weiterzulesen, weil so entsteht halt dein persönlicher Werkzeugkasten. Es ist nicht nur im Thema Verhandeln, sondern in allen Themen, die es so gibt. Und wenn ich selbst zum Beispiel als Unternehmer irgendwo mal wieder an eine Grenze komme, wo ich nicht weiterkomme, eines der ersten Punkte, die ich mache, ich hole mir ein Buch zu diesem Thema und lese darin und versuche darin eine Lösung zu finden von einem Problem, das ich jetzt habe. Und wenn du besser und erfolgreicher verhandeln willst, und deshalb hörst du wahrscheinlich diesen Podcast schon seit x Folgen, da kann ich dir sagen, im Buch, da kriegst du sehr viel weiteren Input und es ist von Anfang, von Mindset, von der persönlichen Einstellung bis zum Schluss, wie man eine
Verhandlung erfolgreich abschließt und warum du keine Angst haben musst, nehme ich dich so mit auf eine komplette Verhandlungsreise, damit du erfolgreicher verhandelst. Hey, schön warst du heute wieder dabei. Ich freue mich immer auf Vernetzungsanfragen von euch über LinkedIn. Könnt mir auch auf Instagram folgen. Und ich freue mich immer, wenn ich eine Nachricht kriege von einer Person, die ich noch gar nicht kenne. Da sind schon sehr viele spannende Partnerschaften entstanden, gemeinsame Interviews entstanden, gemeinsame Projekte entstanden von Leuten, die auf dem Podcast oder via Podcast plötzlich einfach gedacht haben, ich rufe den Frederik mal an, ich schreibe dem mal eine Mail. Da sind schon sehr, sehr tolle Projekte entstanden. Und wenn du jetzt diesen Podcast schon lange hörst, das Buch schon hast und schon dabei bist und denkst, hey, ich möchte mal mit Frederik sprechen, dann geh auf meine Webseite www.maevo.ch, maevo.ch. Dort findest du meine Kontaktdaten, dort kannst du auch ein Erstgespräch buchen und dann freue ich mich mal, dich persönlich kennenzulernen. Hey, vielen Dank, warst du bis zum Schluss dabei. Ich wünsche dir wie immer erfolgreiche Verhandlungen, mach was draus und bis zum nächsten Mal.